Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76 Walk Around. Und wir machen jetzt weiter mit unserem, naja, kleinen Questchen. Wir haben ja jetzt extra geguckt, dass wir ja noch vor Level 15 erreichen. War ja auch nicht wirklich schwer, zwei Events. Man levelt in dem kleinen Bereich ja noch relativ schnell. Auch wenn es ein bisschen problematisch ist. Aber gut. So, dann wollen wir jetzt erstmal uns die Waffe gönnen. Weil die Waffe ist ja an und für sich auch relativ wichtig für uns. Weil sie könnte uns jetzt nochmal so einen kleinen Aufschwung geben. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was da für Waffen auszuwählen war. Ich glaube Laserwaffen und Co. Aber müssen wir mal schauen. Ach, jetzt sind ja Ratten hier. Und nicht nur eine. So. Gut, Fleisch für unterwegs. Was anderes ist das nicht. Gut, dann schauen wir doch mal, dass wir jetzt hier einmal kurz durchgehen. Wir brauchen den Code. Nun halt doch mal Stille. Ist ja schlimm mit den Ratten hier. Der war hier irgendwo direkt an der Wand geschrieben. Irgendwo war er dran geschrieben. Ich weiß jetzt nur nicht mehr genau wo. Irgendwo war er dran geschrieben. War das hier oben? Nee. War hier unten schon, ne? Weil ohne den Code kommen wir da jetzt nicht durch. Ach da. Hm. Ja, jetzt sehe ich ihn. So. Hier haben wir den Code. 071990. Nehmen wir mit. So. Und dann nochmal wiederholen. 071990. Jawohl. So, der Knopf ist nur zum, damit wir wieder rauskommen. Noch mal ein bisschen Schießpulver. Dann die Karte. Warum kann ich nicht aktivieren? Ich habe doch die Karte gelootet gehabt. Hallo? Habe ich die jetzt aus Versehen weggemacht? Nee. Nee. Habe ich doch nicht weggemacht, oder? Habe ich die gerade weggemacht? Ich habe die Karte auch nicht im Inventar. Ich habe nur einen Schlüsselring. Aggressotron-Ausstellung? Da ist er doch. Oder war er das nicht? Gut. Dass das so richtig schön funktioniert. Habe ich jetzt den... Ich habe jetzt nicht vergessen, den Schlüssel zu looten. Nee, doch, sonst hätten wir ja nicht Cranes... Wecke Crane auf. Töte Crane. Da war doch der Schlüssel mit bei. Flughafen Morgentown. Safe-Schlüssel. Das müsste der doch sein. Bin ich jetzt blöd? Ich kann nicht aktivieren. Gut, machen wir hier mal kurz einen Cut. Ich werde mal kurz den Server neu starten. Irgendwas haut hier nicht so ganz hin, wie es sein soll. Schauen wir mal. So, nach einem kleinen Relog und neuen Serverauswahl klappt das jetzt. Es ist der richtige Schlüssel gewesen. Ich habe mir natürlich schon gedacht, aber ne? Also der Robco-Schlüssel, ich habe ihn jetzt nicht den falschen Schlüssel aufgehoben oder sonst was. Und jetzt können wir auch rein. So, hilft dein Teamleiter. Aha. Ja, gut. Brauchen wir nicht. Wir machen das solo. Das ist nicht weiter schlimm. Gut.
Weil ohne den Schlüssel kommen wir ja hier nicht rein. Wäre ja sonst auch ein bisschen doof. Juti, hier ist versperrt, da kommen wir später erst raus. War hier nicht sogar noch irgendwie eine Ameise oder irgendwas in der Richtung? Kakerlake oder wie auch immer. Irgendwas war hier doch. Irgendwas hat mich schon wieder beim Krabbeln erwischt hier. Ah, siehst du. Kleine mistige Ameise. Bist du hin? Zeigst du mir den Weg? Bist du eine nette Ameise? Warst du eine nette Ameise? Zeigst dem Turtle den Weg. Böse Ratte. Böse Mami. Die sogar legendär war. Kammerjägers. Ja gut. Da haben wir auch nichts eigentlich in der Richtung. Dementsprechend könnten wir das jetzt gleich mal mitnehmen. So, machen wir hier die Knöpfchen, damit wir das Türchen aufchen kriegen. Und jetzt einmal hier einen kleinen Hackversuch. Search, Chaos, Crass, was haben wir sonst noch? Quick, hier muss ich mir jetzt mal ein bisschen anstrengen. Wir sind zwar schon intelligenter geworden, aber noch nicht wirklich doll. Und Hacker habe ich noch nicht. Das heißt, ich guck mal, Kraus, okay, dann ist es nicht mit C. Kann es auch nicht sein. Tracked, okay, haben wir. Pitboy registrieren. Pitboy gefunden. Registrierung abgeschlossen. Gegenmaßnahmen deaktiviert. Pip-Boy bei Zugangspunkt verwendbar. Okay. Gut. Ne, halt. Bin ich hier schon dran vorbeigelaufen. So, einmal scannen bitte. Gültigen Pip-Boy gefunden. Zugriff gewährt. Willkommen, möglicher Robco-Kunde. So. Licht geht an. Keine Kakerlake oder so hier. Jetzt nehme ich nicht allzu viel mit. Ach doch, Ameise war noch hier. Endboss. Noch, komm schon. So. Eine leuchtende Kreatur von 10. Okay. Gucken wir hier nochmal kurz hoch. Dann nehmen wir die Kakerlake schon mal mit. So. Waffen hinzufügen. Mir geht es eigentlich eher um die Muni. Hier haben wir noch mal ein bisschen was zu essen. Und das passt. Gut, dann holen wir uns jetzt erstmal unsere Waffe. Weil wird unsere zweite legendäre Waffe. Gut, hier haben wir auch gleich den Token. Jetzt weiß ich nur nicht mehr. Energiewaffe, Schrotflinte, Gewehr, Pistole, Waffenlos, Nahkampfwaffe, Einhand-Nahkampfwaffe. So, ich nehme natürlich jetzt erstmal das Gewehr. Ja, Marke einfügen. Und bekomme natürlich jetzt ein Anti-Rüstung-Jagdgewehr mit kritische Treffer im Watz. Und das müsste jetzt auch, glaube ich, 15 sein, ne? Ja, es ist... Ne, das ist das Rüstungsteil. Anti-Rüstung, da haben wir es. Es ist, ah ja, stimmt, es war ja ein 20er dann. Ah, gut, habe ich das eine Level umsonst gemacht. Wir sind ja jetzt schon ein bisschen drüber. Aber nicht weiter schlimm. So, wir haben jetzt ein Jagdgewehr. Was jetzt ein bisschen besser ist. Können wir hier natürlich wieder rausrennen über den normalen Exit.
den wir hier oben haben. Kommen wir nämlich hier oben nämlich wieder raus. Aber hier sind nämlich noch Klemmbretter, die wir einmal kurz Gaudi mitnehmen. Machen uns die Türen auf. Riegel weg. Einmal öffnen. So, und dann sind wir eigentlich schon wieder am Ausgang. Dementsprechend gehen wir jetzt aber erstmal zu einer Waffenwerk... Ne, komm, wir geben erstmal die Quest ab. Wenn schon, denn schon. So, einmal ins Wayward zurück. Geben die Quest ab, dann haben wir wenigstens da schon mal die nächsten Punkte drin. So, dann kommt es jetzt auch demnächst drauf an. Wir wollen ja jetzt auch demnächst mal ein bisschen farmen. Jetzt haben wir so ein bisschen gelevelt, ein bisschen Questen gemacht. Dementsprechend geht hier das Licht an. Also, bitte. Kümmern wir uns gleich auch mal ein bisschen ums Campbau. Weil es ja noch nicht unsere endgültige Position da. War ja nur beiläufig, damit ich da so schnell wie möglich in der Nähe bin. Willkommen zurück. So staubig, wie du aussiehst, hattest du auf deiner Schatzsuche tatsächlich Erfolg. Rück's raus. Was hast du gefunden? Da war so gut wie nichts zu finden, aber immerhin bin ich so an eine schicke Waffe gekommen. Schön, dass es sich zumindest für dich gelohnt hat. Das hast du dir verdient. Und eigentlich noch mehr. Ich werde dir Rabatt geben. Solange ich noch lebe, bezahlst du hier nicht den vollen Preis. Ist das Mindeste, was ich tun kann. Oh, fast vergessen. Als der Strom wieder lief, haben wir einen Funkspruch empfangen. Da behauptet jemand, eine Aufseherin zu sein. Von Wort 76. Dachte, das könnte dich vielleicht interessieren. Keine Ahnung, ob sie die Wahrheit sagt, aber ich dachte mir, wenn das jemand rausfinden kann, dann du. Danke. Ganz ehrlich. Dank dir geht es uns jetzt besser. Pass da draußen auf dich auf, Schätzchen. Ich weiß, wovon ich rede. So, auch unsere ersten richtigen Scheinchen bekommen. Sehr schön. So, höre dir die Übertragung an. Der Aufseherin. An alle Bewohner von Vault 76. Hier spricht die Aufseherin. Wir müssen reden. Und zwar persönlich. Ich habe euch alle vermisst. Aber es geht um mehr als das. Wir haben viel zu tun. Ich erwarte euch in Sutton. Gut. Das war das. Jetzt sollen wir eigentlich nach Sutton gehen, auch den nächsten Tagebucheintrag dort setzen. Aber ich gehe jetzt einmal kurz nach Hause, denn ich möchte ja das neue Gewehr einmal kurz ein bisschen pimpen. Es ist okay, es ist eine Anti-Rüstung mit kritischen Treffern, bloß kritische Treffer als Noobie. Kommt auch ab und zu raus, auf jeden Fall. Bloß da hätte ich dann halt eher gehofft, dass sie da irgendwie sowas wie weniger Wattskosten hinzufügen. Aber dann wäre es ja schon 3 Sterne. Aber, na gut. Explosiv hätte auch gegangen. Ne? Das wäre natürlich auch ein übelster Fortschritt gewesen. Aber gut. So. Gib niemals auf. Mach immer weiter. Einmal kurz hier jetzt nochmal alles verwerten, was wir jetzt bei haben. So, ich habe sortiert, deswegen. Ja. Wollte gerade sagen, hä? Hier stimmt was nicht. So, kurzläufige passt. Dann wollen wir das Ding einmal kurz modifizieren. Das heißt hier, das Jagdgewehr hat jetzt ausgearbeitet. Jetzt gucken wir mal. Brutaler, flinker, gehärteter. Stechabzug, ne, brauchen wir alles nicht. Wir können eigentlich jetzt hier erstmal auf gehärteten bleiben. Der gehärtete macht eigentlich mit am meisten Damage. Stabilisiert verlängerter, justierter verlängerter hätte ich gerne. Dann einmal hier den Kolben. Wuchtiger Kolben, ja, endlich. Nehmen wir rein. Standardmagazin nehmen wir. Ja, nämlich die verbesserte Nachladegeschwindigkeit. Nee, stimmt, brauche ich ja gar nicht. Das ist Antirüstung.
Da könnten wir eigentlich ein rasantes Magazin nehmen, aber eigentlich beim Jagdgewehr ist das wurscht. Komm, ich bleib beim Stechenden. Ist in Ordnung. So, und jetzt machen wir hier auch ein... Oh, wir haben endlich mal ein Langreichweiten-Zielfernrohr. Oder bleib ich beim Kurz... Nee, komm, ich bleib noch beim Kurz. Auch wenn es weniger Präzision ist, aber ist nicht schlimm. Und wir haben endlich einen Schalldämpfer. Jawohl, gut. Dann machen wir jetzt auch gleich das alte Gewehr einmal kaputt. So. Dann einmal ich hier. Ich wollte im Alter Zack. In einer Hütte im Wald leben. Das hier ist nah dran. Ah, das ist nah dran. So, da und Ö und Ü und hast du nicht gesehen, nicht gibt, heißt das nur 01 Jagdgewehr. Gut. Dann geben wir jetzt einmal nochmal was ab. Das heißt, ich muss jetzt einmal hier... Oh, ich will, muss unbedingt dieses Bild rauslöschen. Ich habe so viele gute Bilder, aber es kommen immer die, die man dann halt mal eben mal auf Gaudi schnell gemacht hat. Für irgendwelche Challenges. Aber gut, jetzt haben wir auch wenigstens einen Schalldämpfer auf dem Gewehr. Optimal. So, einmal hier. Zack. Tschüss, dich brauchen wir nicht mehr. Die Rüstung, ich weiß nicht. Das 15, das Raider, Kammerjäger. Nee, komm, hauen wir mit weg. Was soll ich mich mit dem Gewicht rumplagen? Dann können wir hier gleich nochmal ein bisschen was verkaufen Wenn nebenbei. Sie Vorräte einzutauschen Mensch, schon, denn schon. Haben kann ich, ich brauche ja meinen Gewichtsplatz so, wie ich es haben will. Aber noch ein bisschen was zu essen oder trinken, was wir zu verkaufen haben. Bisschen zu viele Köterkeulen. Machen wir mal ein paar weg. Schlagen Gammeln sowieso Sie demnächst. Wodka, Whisky, Wein kann auch erstmal weg. Zuckerbomben, das Essen, Salz, Sahne, Pickaxe brauchen wir auch nicht, Pfeffer brauchen wir auch nicht. Jedenfalls noch nicht. Ist alles noch mega uninteressant. Hier also jetzt noch Sie nicht damit rumschleppen. So, die Happen kann ich wegmachen. Ja, sonst Klingkornsuppe kann ich auch nochmal wegmachen. Chips können wir erstmal wegmachen. Hirnpilz können wir wegmachen. Gewürze haue ich jetzt auch nochmal weg. Grüße, Responder. Das auch nochmal. Die Duchess Strings. Sind jetzt verfügbar. Cram, Bourbon. Jut. Ach Mensch, schon wieder 10 Kilo gewonnen. Gut, was haben wir sonst noch? Buffed Heads brauchen wir nicht. Heilmittel kann ich behalten. Heilsalbe weg damit. Leuchtendes Blut ich weg. Weg, weg, weg. Und Ausrüstung. Das behalten wir auf jeden Fall noch. Das brauche ich noch. Die Stealth Boys, die kann ich jetzt auch verkaufen. Nimm nur Gewicht weg. Und wir müssen unbedingt gucken, dass ich mal Stimpex farmen gehe. Aber kommen wir noch nach und nach zu. Jetzt ist alles richtig. Gut, von hier aus möchte ich jetzt einmal rüber hoch zur Teekanne. Wir haben da oben ja schon die allererste Quest. Kann unser Anti-Rüstungs-Gewehr mal zeigen, was los ist. Weg da, Grünschnabel. Niemand nennt mich Grünschnabel. Danke fürs Stimpack. So. Ist doch schlimm hier mit den Siedlern. Dann nehme ich sie halt in mich auf, indem ich ihre Erfahrungspunkte sammle. So, aber wie gesagt, Teekanne hilft schon mal ungemein. Haben eigentlich auch noch Ghule hier und so. Ah, Fotomodus was freigeschaltet. So. Gute Bärfliege hier. Ich wollte gerade sagen, komme ich nicht ans Fleisch ran? Nun bleib doch mal stehen, du blöde Ameise. Jetzt so. Warum nicht gleich so?
Gott. Es gibt mir nicht noch mehr Strahlung ab, als ich jetzt überhaupt vertragen kann. Das gibt's nicht. Jetzt reicht's mir. Wenn ich deine Flügel nicht richtig treffe, weil die ganze Zeit hin und her plippeln, dann mach ich's so. So, Teekanne haben wir. Jetzt muss ich nur hier oben einmal kurz Ratten eliminieren. Und dann lasst mich doch mal hier in Ruhe. Komm raus. Gut, können wir gleich nochmal nach Wackelpuppe gucken? Nö, keine da. So, ein Sweetie. Weiser Mann hat einst gesagt, solange es Tee gibt, gibt es Hoffnung. Ich mag meine Hoffnung am liebsten schwarz mit einem Schuss Honig. Willkommen! Willkommen! Ich bin entzückt, dass Sie sich unsere ureigene Riesenteekanne anschauen möchten. Eine der vielen Attraktionen hier in Appalachia. Ich würde Ihnen ja eine äußerst köstliche Tasse Tee servieren, wenn ich doch nur mehr Honig hätte. Vielleicht könnten Sie ja welchen besorgen. Wir besorgen ja Honig. Ausgezeichnet. Im Wald dürfte es davon jede Menge geben. Also los, frisch auf. Gut, wir haben noch gar keinen Honig, aber... Wenn wir jetzt hier quasi querbeet runterlaufen, müsste es hier auch bald zu der Honigstelle kommen, wo wir uns mal ein bisschen Honig holen können. Das war ja hier unten irgendwo. Ist auch relativ weit weg von der Position da hinten. Aber nicht schlimm. So. Mann, hier, das mit den. Das war direkt irgendwo hier an den Bäumen. Ach, da. Ich seh's. So, erster Bienenschwamm. Zweiter Bienenschwamm. Blöde Steine, lasst mich hoch hier. So. Mit euch los hier. Am Boden rumwimmeln. Na komm schon. Mit Bienen ein Level up machen. So, hier ist nichts mehr drin. Gut, nächster Schwarm. Ist ja sogar Level up bedeutet. So muss das. So, hier ist nichts mehr drin. Ja, wir haben eigentlich schon genug Honig, aber ich würde gerne auf so 20 Honig demnächst kommen. Aber mehr haben wir jetzt auch nicht. Es hat jetzt eigentlich auch ausgereicht. Wir haben jetzt erste Ausbeute, 16 Honig. Ja, das passt. Das heißt, wenn die Riesenteekanne nochmal kommt, behalte ich eigentlich immer grundsätzlich so 20 am Mann. Durch Two Hiker habe ich halt auch kein Problem, diese 20 permanent bei mir rumzuschleppen. Das kostet dann wirklich nicht viel Gewicht. Weil was wiegt jetzt ein Honig jetzt in meiner Tasche? Also das Gesamte ist noch nicht mal ein ganzes Kilo, also passt. Mehr sollte ich auch definitiv nicht haben, aber wenn die Quest aufblockt, zack, hat man instant einmal Honig. So, hier ist dein Honig. Kommen Sie gerne wieder, wenn Sie die raffinierten Geschmacksrichtungen zu schätzen. Gut, schließe eine Tagesquest ab und wir kriegen sogar noch ein Schwergewichtshandgefertigte. Ohne irgendwelche Baupläne oder ähnliches. Na gut. So, man kriegt auch immer wieder ein bisschen Honig retour. Normalerweise haben wir 10 abgegeben. Na, jetzt haben wir noch 12, das heißt, es reicht sogar noch fürs nächste Mal abgeben. Deswegen halt immer so ein bisschen 20. So, Sweetwaters Geheimmischung ist eigentlich ganz cool, hält nämlich eine Stunde. Bedenkt aber bitte, es ist ein Alkohol.
Und Alkohol macht die Birne hohl. Funktioniert nicht so gut mit anderen Gegenständen. Wir hätten noch in Eschib eine Horde. Na komm, dann nehmen wir mal die Horde, die ist schon seit 25 Minuten da. Ich wollte eigentlich Camp machen, aber... eine Horde geht immer. Das heißt, wenn ich eine Horde sehe, dann sollte ich sie jetzt auch langsam mitnehmen. Jetzt kommen wir langsam ins Levelgebiet rein, wo man sagen kann, ja, jetzt braucht man... Jetzt kann man schon mal so ein bisschen legendär anfangen zu farmen. Wenn man Glück, vielleicht hat man Pech, was auch immer. Gut. So, an den können wir jetzt auch noch mal ein bisschen farmen. Wenn die Echse nicht abschmiert. Gut, machen wir kurz einen Schnitt. So, halt das Leben einmal, ne? Eines Fallout-Spielers, da kann die Echse auch mal abschmieren. Wollen wir hoffen, dass es jetzt nicht so häufig wird. Wäre ein bisschen ärgerlich, aber schauen wir mal. Wenn es jetzt einmal ist, ja, mein Gott, dann ist das halt einmal. Gut, jetzt weiß ich bloß nicht, ja. Hey! Gut, da ist noch mein Hordenboss. Nur hier ein bisschen umtauschen. Dass ich gleich dein Köpfchen krieg. Ja, nimm wattsmäßig sonst was, aber nicht das, was ich haben will, oder was? So, ich versuche jetzt hier an denen nochmal ein bisschen zu leveln. So, Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Nummer 5. So, auf dich hatte ich schon geschossen. Na komm. Bevor du jetzt hier mir irgendwie abhaust. Kriegst du nochmal 2 Schuss. So. Auch wenn man das hier ein bisschen länger rauszögern tut, dann kann man eigentlich sogar Vorhut mit AP. Auf dem Level. Oh feier. Das wird ja jetzt süß. Das wird ja jetzt richtig süß. So. Haben wir noch einen hier? Nee. Eigentlich nicht. Oder eigentlich doch. Gut. Schauen wir mal. Was haben wir jetzt? Welches Level? 25. Doch noch einen gehabt. Der hat mich schon gerochen. So, Armor Right Away können wir einnehmen. Jetzt kann ich nochmal gucken, ob hier noch was anderes ist an Quests. Nö, leider nicht. Wir hätten ein Verbindungsgerät. Ne, Verbindungsgerät wäre jetzt nicht so geil. Gut, dann gucken wir mal, dass wir jetzt zu der nächsten Stelle einfach mal rüberlaufen können. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. War das jetzt hier oben bei der Todeskralleninsel darunter? Ich müsste erstmal langlaufen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo das war, wo ich jetzt hin möchte. Aber ich möchte jetzt ein kleines produktives Camp haben. Dementsprechend gehen wir jetzt zur Todeskralleninsel. Ich werde nicht rüberschwimmen, um Gottes Willen. Bin ich schon wieder lebensmüde. So. Aber wir müssen jetzt hier einmal kurz ein bisschen am Strand entlang. Hört doch mal. Nun komm. Ist da jemand? Nein, hier ist niemand. Was soll die Scheiße? Hast du das nicht gesehen? Bist du blind? Ist das schlimm? So, einmal kurz mitgenommen. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber ich suche jetzt hier halt einmal jetzt nochmal kurz den Müllhaufen.
Damit wir hier jetzt mal quasi jetzt auch ein anständiges Camp. Also Schrott dürften wir erstmal definitiv genug haben, um halt halbwegs ein Camp fertig zu kriegen. Wenn wir noch was brauchen, ja, dann können wir uns das erfahren. Das ist nicht das Ding. Dankeschön. Nehme ich auch an. Impro-Revolver Rummelplatz. Ja gut, ist eigentlich eine schöne kleine Quest. Aber irgendwo war das hier. Ich meine, ah, hier ist es doch schon. Siehst du? War doch nicht so weit weg. Gut. Das heißt, wir setzen jetzt unser Camp ab. Machen wir da hinten aber erstmal nochmal ein paar Maulwurfsratten weg. So. Na, nun komm. So. Haben wir die alle besiegt. Das Problem ist, unser Camp wird dann auch, glaube ich, noch relativ häufig angegriffen. Das wird sich auch erst im späteren Level gut wegmachen. Aber ist nicht weiter wild. Denn wir brauchen ja auch nur ein paar Kleinigkeiten. So, wo ist mein Schrott hier? Da. Auf der ersten Seite haben wir jetzt nämlich einmal hier, wir können Schrott sammeln, wenn wir hier Schrott haben wollen. Auch wenn es jetzt nur eine Wirbelsäule war. Ein bisschen Strahlung haben wir hier auch. Sollte ich also vorsichtig bleiben. Gut, dann einmal Z. Und dann gucken, dass wir so weit wie möglich ans Wasser rankommen. Das heißt, dementsprechend jetzt hier, ja, einmal wirklich umplatzieren. Und dann einmal hier schon mal, nee, Herstellung war unter Ressourcen. Da ist er. So, einmal den hier mit aufstellen. Der braucht jetzt nämlich nur noch 10 Energie. Und mit der 10, mit den 10 Energie, können wir dann halt auch dementsprechend ein bisschen was tun. Jetzt habe ich so einen Popelgenerator. Hatten wir schon einen besseren Generator? Ich glaube, wir müssen uns demnächst die besseren Generatoren mal kaufen. Also mal kaufen, sei schon. Mal besorgen. Weil wir haben jetzt nur, ja, den 5er Generator. Wir haben noch nicht den 10er Generator, also den großen, und natürlich auch noch nicht den Fusionsgenerator. Und der Fusionsgenerator ist eigentlich das Entscheidende. Genauso wie Windmühle wäre natürlich auch ein bisschen besser, ist aber riesengroß. Deswegen einen brauchen wir nochmal in klein. Dann haben wir hier noch einen gelagerten. Der kann zum Beispiel verwertet werden. Den brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir auch nicht mehr. Das Bett brauchen wir noch. Unseren OPP, den behalten wir auch noch. Gut. Machen wir mal gucken. Und ich muss auch gleich schauen, nicht, dass wir. Hatte ich jetzt nicht da noch einen großen Generator? Habe ich den jetzt? Den hat er hingesetzt. Den habe ich. Ich habe keinen neuen gebaut. Er hat einfach nur den Generator hingesetzt. So. Machen wir einmal zack. Und einmal zack. So, damit wird jetzt Schrott produziert. Alle 20 Minuten kriegen wir jetzt ein bisschen Schrott, wenn wir sie rausholen. Dementsprechend ist das eigentlich gar nicht so verkehrt. Ist an und für sich fast alles mit bei, was man brauchen kann. Schrauben, alles Mögliche. Aber wir brauchen jetzt auch demnächst die großen Wasseraufbereiter, industriell. Dementsprechend werden wir für das Camp noch ein bisschen was besorgen müssen. Aber jetzt probieren wir erstmal aus Böden, damit wir hier eine kleine Plattform haben und auch nicht ständig im Dreck wühlen müssen. Na, ich muss mal das Campgerät ein bisschen beiseite stellen. So. Machen wir einmal so und einmal so. Dann einmal Treppen. Das sind die Standardtreppen. So. Dann einmal, ja, Böden, Böden, Böden. Gucken wir mal, werde ich hier oben immer noch verstrahlt? Ah, so ein bisschen.
Aber halt keine Strahlenrüstung drin. Ja, ist ein bisschen schlecht. Müssen wir mal gucken, dass wir das da hinten mal wegkriegen. Bodendeko hatte ich jetzt noch nicht so wirklich, ne? Um dann wegzukriegen. Darf ja nichts mit Atomshop benutzen. Und ich habe hier so zig Sachen. Wenn man mal bedenkt, das ist alles nur Atomshop, ne? Shit. Wenn wir hier irgendwie so eine Lagerkiste dahin machen, würde das nicht reichen, um das loszuwerden? Ne. Die Fässer kriege ich da jetzt erstmal so nicht los und das ist nicht hoch genug. Dementsprechend muss ich das ein bisschen rüberziehen. Na gut, ziehen wir es hier ein bisschen rüber. Weil zu Anfang komme ich mit der Strahlung nicht so wirklich klar. Nein, das wollte ich lagern und nicht verwerten. Ah. So, so, so. Dann ziehen wir das Ganze hier einfach mal ein bisschen rüber. Nicht weiter schlimm. So, gelagert. Da haben wir es. Machen wir es einmal hier hin. Und jetzt machen wir hier oben. Zack, zack. Damit wir hier oben schon mal einen kleinen Ausguck haben. Das werden wir da sowieso noch mal ein bisschen umändern. Geht aber eher um... Die Schutzdinger haben wir auch noch nicht, ne? Doch, die haben wir. Und die haben wir auch. Na gut, dann können wir ja wenigstens... schon mal ein bisschen die Aussicht genießen. Hehe. So, mache ich hier mal kurz ein bisschen was dran. Soll jetzt hier auch nicht wirklich riesig werden. Soll jetzt auch nicht hübsch sehen. Das soll eher noch momentan funktionell sein. Aber ich wollte hier hinten halt unbedingt erstmal hin. Damit ich hier auch schon die nächste farmen kann. Gut, da haben wir den Schutz. Zack, zack. Zack und zack. Dann setzen wir jetzt hier einmal gelagertes Zeug hin. Dementsprechend einmal ja, unsere Rüstungsbank. Dann einmal unsere Waffenbank. Einmal das Lager dazwischen. So. Das Klavier ist momentan halt noch wichtig. Dann einmal das Ding hier. Damit wir unsere Punkte reinholen können. So, OPP sitzt unten. Damit er auch unten ein bisschen was verteidigt. Das Ding können wir eigentlich unten auch hinsetzen. Aber erstmal ohne Strom. Du brauchst keinen Arzt. Nur bessere Schuhe. Naja, nur bessere Schuhe immer. So, mach ich, ach, die Kochstation setze ich ihn einfach unten mit hin. Das ist sowieso eine kleine. Also passt das. So, Verteidigung haben wir jetzt noch nicht wirklich, aber so können wir jetzt wenigstens ein bisschen machen. Und jetzt muss man sowieso erstmal gucken. Ich denke mal, erstmal brauche ich den großen Generator. Das heißt, ich möchte den großen Generator haben. Frisst weniger Budget und so. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier aber an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn.